Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Reichen, Abgeordnete des Bundestages. Nebenbei Gratulation zu der Diskussion, die Sie heute geführt haben. Die war sicherlich an manchen Stellen eine Rettungsaktion vielleicht für demokratisches Entscheiden. Ich freue mich, dass ich noch mal reden darf, gebe aber gerne zu, was bei mir nicht häufig vorkommt, ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Denn der Volksmund sagt ja, wie wir alle, glaube ich, auch mal schon gehört haben, dass die besten Minister immer die ehemaligen Minister sind. Dieser Mahnung muss ich mir auch immer bewusst bleiben. Wenn du das nicht machst, bist du ganz schnell in einer Situation, dass man dich nicht mehr ernst nimmt, wenn man dich vorher ernst genommen hätte. Also, man kann darüber reden, was man selbst mal gemacht hat. Nun liegt zum Glück meine Ministerzeit in diesem Jahr exakt 20 Jahre zurück. Nur den Jungen wollte ich doch gesagt haben, wenn du einmal Politik gemacht hast oder gar einmal Minister geworden bist, kannst du hinterher gerade machen in Deutschland, was du willst, du bleibst das. Du kommst da nicht mehr von weg. Also, was man sagt, wird darauf bezogen. Kann man natürlich auch gut machen, habe ich mir natürlich auch mal überlegt, als man selbst etwas jünger war, was man da so gemacht hat, was man da gesagt hat. Und dem einen oder anderen habe ich die Geschichte natürlich schon berichtet. Das ist immer das Schöne davon, wenn du häufig redest, wiederholst du dich auch häufig. Das steigt auch mit dem Alter nebenbei. Jedenfalls habe ich damals, als ich 1992 zurückkam aus Rio, da die deutsche Delegation dort geleitet, Rio ohne Plus, sondern nur Rio. Da habe ich ein Interview in der Zeit gegeben. Der Überschrift war Zukunft ohne Wohlstandslüge. Zugegeben dem Freund von der Jungen Union, das war damals zumindest als Mitglied des Kabinetts von Helmut Kohl eine Muttat, die Überschrift. Zukunft ohne Wohlstandslüge. Und die erste Frage wollte ich Ihnen auch nur gesagt haben, damit Sie sehen, wie schnell Relevanzen sich ändern. Die erste Frage war, Herr Minister, wann wird die Bundesregierung das Tempolimit auf Autobahnen einführen? Das hat mich gefreut, wenn du das mal wieder so 25 Jahre, 26 Jahre später hörst. Heute redet kein Mensch mehr irgendwie vom Tempolimit auf Autobahnen. Ich habe natürlich auch Staatsfragen geantwortet, das will ich Ihnen ersparen. Habe aber am Ende dieser Antwort gesagt, ich gebe keine Prognose ab, wie lange sich bei der Frage des generellen Tempolimits die deutsche Position innerhalb der EU noch halten lässt. Sie hat sich lange halten können, muss ich sagen, bis zum heutigen Tag. Was mir aber spannend ist, und das ist das, was mich mit dem Thema verbindet. Du kannst natürlich sagen, was haben wir damals gemacht und was war bedeutsam schon dafür. Man kann damit natürlich in ganz besonderer Weise sich verbinden, dass man sagt, damals gab es solche Leute wie Hermann Scheer, die against all odds hingegangen sind und haben gesagt, wir müssen die Sonne ernten. Und auch da kann man wieder lernen, ich glaube, Gandhi hat das als erster Mal gesagt, wie man mit neuen Dingen im Allgemeinen der Gesellschaft umgeht. Erst werden sie negiert, zweitens werden sie belacht, drittens werden sie bekämpft und viertens werden sie übernommen. Kannst du dabei ganz genau sehen, gibt es an vielen Ecken und Kanten ganz genau das Gleiche. Also, es ist offenbar so eine Darstellung sinnvoll und richtig, die einen vielleicht auch motiviert, wenn man gerade junger Politiker ist. Man kann natürlich aber auch fragen und dem Rat folgen, den der Philosoph Bloch, Ernst Bloch, mitgegeben hat. Er hat mir gesagt, nur das Erinnern ist fruchtbar, was erinnert, was noch zu tun ist. Das ist ein schöner Satz. Das Erinnern, des Erinnerns wegen kannst du vergessen. Das ist nur Selbstbespiegelung. Aber daran zu erinnern, was noch zu tun ist, das ist spannend. Und da habe ich wiederum aus demselben Interview, am Ende haben sie mich natürlich gefragt, nachdem ich die Ergebnisse von Rio in hohem Maße gelobt hatte. Das brauchen Sie nicht nachzulesen, zwischendurch ist alles viel zeitlich bezogener Kram. Dann haben Sie gefragt, sagen Sie mal, Herr Minister, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn da alles nicht passiert in 25 Jahren, eine Generation später? Das sind Sie. Und dann habe ich dann gesagt, ich fasse das nur ganz knapp zusammen, für die Generation meiner Kinder, na, wie gesagt, sind Sie, sehe ich zwei Gefahren. Entweder es droht eine Reideologisierung mit religiös-fanatischen Ideen
Oder wir steuern auf einen weltweiten Verteilungskampf zu, dann werden sich die Armen bei uns holen, was sie zu Hause nicht finden. Sonst arbeiten wir, Ende des Zitats. Wo ich das bisher zitiert habe, wurde erst mal deutlich darauf hingewiesen, weil ich doch für ein kluges Kerlchen gewesen bin. Wäre ja genau eingetreten. Und da steht drin, was noch zu tun ist. Denn wir haben es nicht geschafft. Wolf Lepenitz hat den schönen Satz mal gesagt, der ist Jahrgang 39, ich bin Jahrgang 38, dass diese Generation möglicherweise mal die Generation des klugen Timings genannt wird. Wir werden richtig zu spät gekommen und werden richtig zu früh gehen. Was haben wir mit den Zeiten gemacht und was bleibt noch zu tun? Das ist das, was mich wirklich motiviert, was mich spannend macht. Und was das dann dazu generell sagt, da habe ich mich daran erinnert, dass 2012 Herfried Münkler im Spiegel ein Essay über die Demokratie geschrieben hat. Der ist nun wirklich empfehlenswert, immer wieder mal zu lesen. Die Überschrift ist »Die rasenden Politiker vom absehbaren Ende der parlamentarischen Demokratie«. Denn wenn wir diesen Wandel, den Herr Greichen knapp genannt hat, bewältigen wollen, brauchen wir entscheidungsstarke Politik. Das ist doch wohl ganz selbstverständlich. Münkler hat die Funktionsfähigkeit der Demokratie der parlamentarischen Demokratie, an drei Kriterien festgemacht. Die Politik muss den Entscheidungsprozess nach ihrer eigenen Rhythmik machen können. Sie muss also eine Zeitautonomie in die Entscheidung hineinbringen können. Das ist, wenn Sie so wollen, der Aufruf zur Verlangsamung des Entscheidungsprozesses und steht exakt gegenüber dem, dass wir heute unter dem Diktat der Kurzfristigkeit immer schneller entscheiden über Dinge, die immer größere Auswirkungen in der Zukunft haben. Denn das, was wir hier sehen, dass wir jetzt die Konsequenzen früheren technischen Fortschritts und die Erfindung von Kohlekraftwerken war ein technischer Fortschritt. Die Nutzung von Gas und Öl war ein technischer Fortschritt. Was wir jetzt machen, ist nichts anderes, als die negativen Konsequenzen des technischen Fortschritts von gestern heute zu beseitigen. Und das geht durchgehend. Sagen Sie mir ein Problem, was die Gesellschaft hat, was nicht eigentlich daraus ist, dass wir früher eine andere Technik hatten und diese sich über die Zeit mit negativen Konsequenzen erwiesen haben. Jedes Mal, wenn ich auf die große Abfalltechnik-Ausstellungen nach München fahre, sehe ich das massiv. Bei uns, als wieder noch wir, auch wieder so etwas, kann man sich gut merken, hat, glaube ich, der viel zu früh gestorbene Ulrich Beck geschrieben, gesagt, wenn wir die Gesellschaft oder wir verantwortlich sind, ist das kollektive Verantwortungslosigkeit. Und das genau ist es. Das ist meine Kritik an Paris. Wir sind alle der Meinung, aber wir haben nicht eine wirklich einklagbare Verantwortlichkeit. Seien wir vorsichtig mit solchem Hinweis, die Gesellschaft oder wir müssen das machen. Dann sind sie alle zufrieden und gehen immer davon aus, dass das Wir der andere ist. Und seien wir auch vorsichtig darüber, wenn wir mit nicht erreichten Zielen umgehen. Das vor kurzem in Anwesenheit der Bundeskanzlerin auch so formuliert, deswegen ist es kein wie auch immer geartetes Sakrileg. Es ist dann wirklich kein Kavaliersdelikt, dass wir das Ziel für 2020 nicht erreichen. Aber was mich in besonderer Weise besorgt macht, ist, dass die Reaktion eine klassische ist. Erhöhe das Ziel und leg die Zeitachse länger. Das ist eine wirklich durchgehende Problematik. Statt hinzugehen und sagen, dann machen wir aber kurzfristig wenigstens das, bevor wir daran denken. Ich habe es verstanden, dass jemand sagen kann, warum wollen wir jetzt bei der EU, die wiederum kollektiv nicht verantwortlich ist, das Ziel erhöhen, wenn wir zu Hause nicht mehr in der Lage sind, kurzfristig das gestellte Ziel für 2020 zu erreichen. Und machen wir uns nichts vor, das ist nicht irgendwie so eine Bagatelle. Das hat etwas zu tun mit der Glaubwürdigkeit von Politik. Also die Zeitautonomie zurückzugewinnen und nicht unter dem Takt anderer zu entscheiden, ist eine Grundvoraussetzung für eine repräsentative parlamentarische Demokratie. Zweitens,
Es müssen Entscheidungen zu Alternativen zugespitzt werden. Es ist alles daran zu setzen, dass das System der Alternativlosigkeit Platz greift. Frau Thatcher wurde in ihrem Kabinett Tina Thatcher genannt. Tina hieß, there is no alternative. Und wenn wir das so verkürzen, sind wir genau am Ende einer repräsentativen Demokratie und die wird nicht entscheiden können. Und drittens, die Alternativen müssen so gestellt sein, dass sie von der Wahlbevölkerung begriffen und beurteilt werden können. Und dann kommt er eben zum Ergebnis, dies ist wohl offenbar eine Problematik, die wir noch nicht im Griff haben, und spricht vom Ende dieser Demokratie in dieser Form, wie wir sie haben. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns aus diesem herausziehen werden. Ich bin sehr gespannt, wie wir weitergehen, denn wenn du Ziele nicht erreichst und solche gewaltigen Umbrüche da sind, dann erweitert sich manchmal das Denken über Alternativen. Es ist ja richtig, wenn Herr Greichen sagt, Kohle, Gas und Öl nicht mehr. Andere kommen auf die Idee und sagen, die kannst du nutzen, aber das CO2, was sie erzeugen, darf nicht mehr in die Atmosphäre. Viele kommen genau auf diese Frage wieder zurück. Und wir werden das mal bald sehen. Ich meine, Norwegen gehört ja nicht zu den Schmuddelkindern der weltweiten Staatengemeinschaft. Norwegen bietet den Kunden von Gas an, die dabei entstehenden CO2-Mengen wieder nach Norwegen zurückzubringen und sie durch Carbon Capture and Storage so einzusetzen, dass sie aus ihren Lagerstätten mehr Öl heraus oder Gas herausholen können als ohne den. Wohlgemerkt, das ist nicht von Russland gekommen, sondern von Norwegen. Dass man darüber nachdenkt und dass man darüber spricht, heißt ja nicht, dass man das will. Nur wir müssen uns doch klar darüber sein, dass wenn wir jetzt nicht die anderen Instrumente so einsetzen, dass die Ziele erreicht werden, die Ziele aber wirklich dringlich zu erreichen sind, dass wir es erweitern. Es ist ja schön, dass die Süddeutsche Zeitung heute das so erschienen ist, wie sie erschienen ist. Aber am 3. September hat sie noch eine Außenansicht gut veröffentlicht, die Sie sicherlich alle gut gelesen haben, auf ewig 5 vor 12 zur Klimapolitik. Auf ewig 5 vor 12. Und die ist immer 5 vor 12, weil bei all der Darstellung, die wir machen, wie schwierig das ist, gesagt wird, aber wir können noch das. Mehr oder weniger wissen, dass du dazu politische Entscheidungsprozesse hast, die so in der Form, wie ich es versucht habe, in unsere Realität einzubringen, gar nicht zu bewältigen sein werden. Also, mich interessiert sehr die Sicht der jungen Leute. Mal sehen, was die erzählen von dem, was sie jetzt gesagt haben, wenn sie mal 80 sind. Ist auch spannend. Ist ganz spannend. Ich bin ganz zufällig auf diesen Artikel gestoßen. Ich dachte gar nicht, dass die Zeit den so lange da aufbewahrt. Aber die haben ja auch Sinn für Schwierigkeiten. Ist so gut. Also, ich gehe sehr davon aus, dass wir die Instrumentenbasis weiter diskutieren werden. Lesen Sie es nach in einem Artikel, der jetzt gerade erschienen ist, Climate Extreme and Health. Autoren, solche immerhin hochgeachtete Wissenschaftler wie Ramanathan, Dasgupta, Joachim von Braun, veröffentlicht in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, deren Präsident von Braun ist, Klammer auf, er ist aber Protestant, Klammer zu. Und da wird ganz schlicht und einfach gesagt, wir müssen uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie viel von der Sonnenkraft auf die Erde kommt. Das heißt, nichts anderes als das, was wir in Climate Engineering und Geoengineering genau diskutiert haben, bei uns nicht. Aber in Harvard gibt es ein großes Projekt dazu. Dem Institut, das ich mal gegründet habe, haben wir einen Wissenschaftler, der schon 2 Weltkonferenzen hier in Deutschland dazu gemacht hat. Wie sehen wir denn in der Wissenschaft die Notwendigkeit des Governance-Prozesses, der sich damit verbinden würde? Ist das Nachdenken darüber schon der Hinweis darauf, dass ich kapituliere in dem Üblichen? Oder kann ich nicht im Nachdenken darüber zum Ergebnis kommen, dass wir uns massiv bemühen müssen, die jetzt geschrittenen Wege zum Erfolg zu führen, weil sonst andere dazu kommen werden? Nebenbei haben diese Instrumente auch den kleinen Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie auch von denen,
die einen menschengemachten Klimawandel leugnen, durchaus akzeptiert werden können. Und wir werden sehen, dass das sich so entwickelt. Bin ich sehr von überzeugt, dass wir aus den amerikanischen Bereichen bald dies herausbekommen. Also, wir müssen, glaube ich, bei der Klimapolitik sehr, sehr grundsätzlich nochmal fragen, wo stehen wir und machen wir weiterhin 5 vor 12? Oder müssen wir nicht hingehen und mal wirklich einen Strich machen und sagen, wir denken mal grundsätzlich darüber nach, wie sich dieses auch, ohne zu sagen, das will ich, von anderen gedacht werden könnte. Und dann bist du auf einem ganz anderen Pfad. Dass dieses, auch ein Zitat aus dem von mir zitierten Artikel von Braun und Ramanathan, schwierig ist, in der Wissenschaft umzusetzen, ist wahr. Die Wissenschaftler schreiben, they have to be aware that politics is not dancing to the beat of scientific results. And that's true. Sie haben auch andere. Emotionen sind politische Fakten, nicht wissenschaftliche Fakten, aber politische Fakten. Wenn ich höre, dass ein Ministerpräsident in deutschen Landen sagt, wir können die Kohle nicht so schnell zu Ende bringen, weil sonst die AfD gestärkt wird, dann haben wir genau diese Verbindung da drin. Und ich halte das schon für eine bemerkenswerte Aussage. Also, auch wenn ich Sie enttäuscht habe, 20 Minuten sind kurze Zeit. Aber ich bin sehr der Überzeugung, dass wir uns an diese Means of Implementation ranmachen müssen. Dass wir uns fragen müssen, wie können wir denn Politik wieder so stärken? Sigmund Baumann sagt so schön, sie wird nicht mehr geschätzt, die Demokratie, weil sie nicht liefern kann. Weil sie nicht liefern kann. Weil sie ganz andere Einbindungen hat. Das aufzuarbeiten, ist wirklich eine Kernarbeit. Und ich kann es auch allen Stiftungen nur dringlich empfehlen, sich nicht nur der Frage zu stellen, welche bessere Technik haben wir demnächst, sondern wie kriegen wir eine Entwicklung zustande, dass wir Demokratie wieder so stärken, dass wir auch Entscheidungen treffen können, selbst wenn sie nicht von vornherein von allen übernommen werden können. Das sagt nicht, dass wir eine Basta-Politik brauchen, aber wir brauchen auch keine Aussitzpolitik. Denn das sitzen wir nicht aus. Und deswegen ist zu entscheiden. Und da müssen wir diese Kriterien für Demokratie in einer parlamentarischen Demokratie, wie sie Münkler genannt hat, schon noch mal genau überprüfen und noch mal genau durchsetzen. Denn sonst werden wir ganz klug darüber reden, werden auch immer wieder sagen, aber wenn, dann, wissen Sie, manchmal, ich habe das an anderer Stelle zum Ärger anderer gesagt, reduziert sich bei mir dieses, was am Ende von diesen Prognosen gemacht wird, immer auf das, was die Kölner sagen, it is no more good gone. Optimismus, es wird ja wohl noch klappen. Und dies zu verhindern, ist eine zentrale Entscheidungsnotwendigkeit, gerade auch von Wissenschaftlern, die sich in diese Notwendigkeit mit hineindenken. Deswegen habe ich auch diesen Artikel von der Päpstlichen Akademie, der ich nicht angehöre und auch nie angehört werde, weil da nur gute Wissenschaftler reinkommen, zitiert. Ich freue mich also, dass man noch einmal gegen den Stachel löken könnte. Und das in einer Zeit, und das will ich ganz zum Abschluss doch noch mal sagen, wo wir wirklich nicht mehr damit rechnen können, dass wir multilaterale Lösungen bekommen. Wir sind in einer massiven Krise des Multilateralismus. Und wir haben alle diese Aufgaben, sind eigentlich nur lösbar in einem multilateralen Zusammenarbeitsfeld. Und dies genau ist nicht mehr der Fall. Wir müssen also auch die Krise des Multilateralismus damit sehen. Ich freue mich immer wieder, wenn man sagt, das macht die UN. Ich habe 8 Jahre lang bei der UN zu dienen gehabt. Man darf nicht zu viel Optimismus an Stellen bringen, wo andere Zielsetzungen mitverfolgt werden müssen. Also, was wir manches entschieden haben, auch in den SDGs, in dem Rosenjahr 2015, das war noch vor Trump.
Das war noch vor dieser massiven Krise des Multilateralismus. Und ich möchte doch darauf hinweisen dürfen, dass wir nicht nur einen Trump in unserer Gegenwart zu betrachten haben, sondern dass es immer mehr Trumps gibt. Und dass möglicherweise diese Tendenz sich noch verstärken könnte. Wie also können wir in einer eigentlich nicht mehr multilateralen Welt multilaterale Probleme so lösen, dass sie gegen die Erwartungen der Menschen sind? Und deswegen werden wir ganz schnell sehen, befürchte ich, dass von denen, die auf demokratische Entscheidungsprozesse keine Rücksicht mehr nehmen, gerade dadurch die Popularität gestärkt wird, dass sie diese wissenschaftlichen Ergebnisse ablehnen und die Meinung verfolgen, dass sie das schon immer wieder regeln können. Und Sie sehen das auch in Deutschland. 20 Minuten sind rum, 25 glaube ich sogar, aber reichen hat mir noch nicht die rote Karte gezeigt. Ich kann Ihnen sagen, das ist das, was ich zu meinem 80. Geburtstag auch bekommen habe. Eine rote Karte, darauf steht Nein. Jedes Mal hat man mir gesagt, wenn ich jetzt angefragt werde, soll ich diese rote Karte zeigen. Also ich habe sie nicht mitgebracht, aber denken Sie daran, ich habe eine rote Karte. Herzlichen Dank.